Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Hide and Seek World. Die letzten Male habe ich echt schlecht performt, muss man sagen. Und ich will es diesmal besser machen. Also es ist eigentlich egal, wo ich mich verstecke, wo ich meinen Spot mache. Ich muss gut bei den anderen abschließen. Und deswegen volle Konzentration, nicht verpassen den zeitigen Spot. Okay, wir sind nur zu viert. Sieht die Map irgendwie anders aus? Irgendwie mein Bildschirm anders eingestellt. Irgendwie war es so, weiß ich nicht, dieses Wasserblau sah so komisch aus. Okay, hier baden welche. Kann man hier irgendwo dran erkennen, wo es ist? Ach komm, nehmen wir einfach. Irgendwie sieht die Farbe anders aus. Weiß nicht. Egal. Wir wollen den ersten Platz. Ich nehme auch, sagen wir mal, den zweiten nehme ich auch noch mit, aber darunter ist nichts akzeptierbar. Dann kann ich es auch vergessen, dann brauche ich das auch nicht mehr spielen. Naja, weil, also, ich gehe davon auch aus, dass wir jetzt hier gut abschließen. Wir sind mehr so im Gebirge. Stand jetzt bin ich bei Südamerika, aber ich bin mir sehr, sehr unsicher. Ich habe nicht mal ein Schild irgendwie gesehen. Probier einfach hoch auf den Berg zu kommen und hoffe, dass da irgendwo was steht. Es könnte auch so ein Linksverkehr-Ding sein. Ja, wie, die sind close. Was ist das denn? Warum denn das? Bin total verwirrt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es müssen doch die Anden sein, oder? Bitte. Okay, not bad, wenigstens. Ich bin zwar letzter von denen, aber wenigstens nicht ganz weit weg. Habe ich schon mal einen Vorsprung zu dem hier. Okay. Sieht mir so aus, als wäre es Rechtsverkehr, obwohl es hier auch keine richtigen Straßen gibt. Also könnte auch sein, dass es einfach ihn nicht juckt. Okay, es sieht nach Linksverkehr aus. Weil die Fahrräder zumindest auf der linken Seite fahren. Motorrad auch. Jetzt ist die Frage, sind wir in Kenia? Oder sind wir irgendwo? Wir sind in Asien irgendwo. Es ist schon wieder mit Close dran. Der ist mit Not Bad. Ich weiß nicht, wird nicht Thailand sein, aber ich mach hier oben Thailand. Ja, okay, nehmen wir mit. Wo war es tatsächlich? Noch in Indien, okay. Okay. Wir sind aber schon mal auf der 2. Aber jetzt sind wir erstmal high da. Bei 4 Leuten, jetzt geht halt so schnell, ne? Müssen wir mal schauen. Oh, super Fahr, das ist ganz wichtig. Bei 4 Leuten ist es schon entscheidender, wie die anderen bei dir performen. Und wenn der erste jetzt mit dem Superfahrer. Oh, noch ein Superfahrer. Jetzt noch der dritte ein Superfahrer und dann, was es wäre, hätten, also dann haben alle so gut wie 0 Punkte, ne? Und ich habe überhaupt keinen Nachteil. Ich habe eigentlich einen riesen Vorteil. Aber der letzte lässt sich noch ein bisschen Zeit und vielleicht findet. Oh nee, ne? Und er ist super close, kannst du geil mal zählen. 8 und 7 Punkte. Aber ich kann ihn jetzt überholen. Mit einer soliden Runde. 300 Punkte. Ah, oh, es fängt schon mal schlecht an. Irgendwo im Wald. Da stand was drauf, oder? Oh, 50 Meter und dann steht doch. Ach mal, ich kann es nicht ganz erkennen, aber es sieht mir wieder nach Linksverkehr aus. Ich wäre jetzt gerade bei Japan. Tatsächlich. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Sieht aber irgendwie überhaupt nicht nach Japan aus, muss ich sagen. Aber ich habe das so im Gefühl. Rechnen die da in Metern? Wenn ich jetzt auf Japan gehe und es falsch ist, dann kostet es mich richtig was. Oh, close, wichtig. Wir sind auf der 2. Ganz wichtig. Wir haben auch gut aufgeholt. So. Nächster Spot. Ach, come on.
Hier waren wir auch schon oft. Und hier schafft man es halt leider hoch zu so einem Spot, wo dann so ein paar Sachen stehen. Aber ich glaube, so ist ganz gut. Mal sehen, mal sehen. Gerade sind wir Zweiter. Wir sind nicht weit weg vom Ersten. Aber der Zweite ist auch noch nah, der Dritte ist auch noch nah an uns. Kann spaßig werden, sag ich mal so. Es geht los. Geh in die Richtung. Es sieht mir so ein bisschen nach Afrika aus, würde ich sagen. Erstmal auf den ersten Eindruck. Falls ich nichts Besseres finde, mich würde jetzt noch interessieren, ob. Jo, wie kann der denn jetzt schon Not Bad einloggen? Mich würde jetzt noch interessieren, auf welcher Seite die fahren. Es könnte natürlich auch irgendwas anderes sein, ne? Aber ich habe halt gar keinen Ansatz. Ich finde dieser rote Sand. Da ist beide not bad. Das heißt, wenn ich jetzt richtig blöd abschneide. Nein, es ist gar nicht. Ach Mann. Die Zeit stand da noch ewig. Aber man muss zugeben, ich hätte auch ganz wenig Punkte gekriegt, weil ich in Afrika irgendwo gegessen hätte. Aber das darf mir nicht nochmal passieren. Das habe ich jetzt einfach so verschenkt. Die Sonne ist nördlich, aber wir sehen hier, könnte wieder Südamerika sein. Ich würde auch ja, ich stand jetzt, würde ich Südamerika einloggen. Der ist close. Ach man. Auf 35 Sekunden logge ich ein, wenn ich nicht irgendwas sehe. Ah, komm, wir machen mal hier. Nein! Oh mein Gott. Das war's, ne? Das kann's gewesen sein jetzt. Warum? Ich werde Dritter. Ich kann es selber nicht fassen. Ich kann gar nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr einholen. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht noch Vierter werde. Mann, wirklich. Ich hätte nicht genügend Punkte gekriegt, weil ich. Na, es war auch gut. Damit sind wir eigentlich safe Dritter. Ich hätte nicht genügend Punkte gekriegt, weil ich in Afrika irgendwo auf Nordafrika irgendwo hingegangen wäre. Und es Südamerika war, aber ich konnte es auch nicht erkennen. Mann, wirklich, das regt mich richtig auf. Sieht mir irgendwie in Linksverkehr, warte mal. Das ist UK, oder? Hoffe ich mal. Ich würde jetzt erstmal UK einloggen. Warte mal, man konnte das Kennzeichen hier sogar sehen. Aber auch nicht so gut. Ich bleib bei UK erstmal. Könnte auch so ein Neuseeland-Ding sein, aber hier wird es jetzt nochmal wichtig. Ist wirklich Neuseeland oder Australien, oder ich sag Neuseeland. Ja, close. Wenigstens nochmal die Ehrenpunkte geholt. Ich verstehe es nicht. Ich gebe mein Bestes und scheitere immer wieder. Ja, und es war auch gar nicht so knapp. Ich weiß nicht, woran es lag. Also diese eine Runde, wo wir halt gar nicht gegessen haben, das ist halt der Abstand hier, ne? Aber wieso bin ich hier so hinter ihm auch noch? Also, check ich nicht. Gehen wir jetzt in die King of the World Show, Mann. Da haben wir immer wenigstens noch ein bisschen Hoffnung. Dass ich da wenigstens bis zur ersten Challenge und vielleicht sogar weiter es schaffe. Ach nee, es beginnt ja mit No Move, weil wir nur zu 8 sind. Rechtsverkehr da vorne, keine Ahnung, was da steht, irgendwelche Berge. Puh. Könnte so ein Südamerika-Ding sein, ne? Hoffe ich einfach mal. Gut. Mal schon mal not bad. Bleiben aber Neunter. 30 Sekunden, no move. Würde gerne mal die Zeit stoppen, ob das wirklich 30 Sekunden sind. Merzado, Machado ist so wieder Spanisch.
Ne, ich wollte noch nicht auf dem Map. Ziemlich hoch die Sonne. Ich sag, wir sind via Südamerika so ziemlich an der Grenze hier zum Äquator. Okay, nicht ganz, aber ja. Wenigstens ein paar Punkte dazu gekriegt. Wir sind auf dem 8. aufgestiegen. Immer noch No Move, Rechtsverkehr, Buletten und Ami-Schulbus, aber es ist niemals in Amerika. Wo ist die Sonne? Auch ziemlich über und ich sag hier, komm, Nigeria. Na, Mexiko, wie schlecht. Wie schlecht, wie schlecht. Sechster, wir steigen immer weiter auf, weil dieses No Move killt mich halt, ne? Das hier ist der größte. Was soll denn das wirklich? Was soll ich hier machen? Ich bin mittlerweile auch Vierter, aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss mich beeilen. Thailand, bitte. Ja, bringt mir Glück. Ich habe überhaupt nicht an die Zeit gedacht. Jetzt haben wir nur Move, nur Zoom und 20 Sekunden. Vielleicht wird es der Skipper. Rechtsverkehr. C-Wende. Ich sag sogar, wir sind in den USA. Was? Nein, zeig mir die Map. Wir waren niemals in Spanien. Was? Ist das dumm? Und ich bin mittlerweile Dritter mit 600 Punkten. Als ich angefangen habe, war der letzte bei 700 Punkten. Ich kann nicht moven, nicht zoomen, ich muss skippen. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo es ist. Ich hatte keinen Anhaltspunkt. Und das hier sieht mir doch, guck mal, das ist doch jetzt Asien. Das ist easy, das ist hier irgendwo in Japan. Komm schon. Nein, ich bin zu weit weg, obwohl ich in Asien bin. Also wirklich, diese Folge ist zum Vergessen, aber es nervt halt. Jetzt wäre es halt viel einfacher, weil ich starte mit so einem blöden No Move. Ich hatte kein einziges Regular. Immer nur No Move. Das ist zu hart, finde ich. Ich finde, man sollte so die ersten drei, vier, fünf Mal einfach ein Regular haben. Und dann in No Move und dann dieses No Zoom und dann das sich gar nicht bewegen. Mach das von mir aus so, aber nicht so anfangen, weil ich schätze, ich glaube, es ist ab Top 10 und dann startest du halt einfach in der Top 10, weil nicht genügend Leute spielen. Das nervt einfach nur. Wieder keine erfolgreiche Folge, aber wir sind, sag ich mal, besser geworden, aber auch nicht viel. Nächstes Mal müssen wir jetzt performen, also wirklich, wenn langsam reicht's mir. Ich will endlich mal wieder Erster oder Zweiter werden. Vor allem bei Vieren ist es doch mal nötig auch wieder. Egal. Nächstes Mal machen wir es dann. Das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.